Ja, schönen guten Abend im heißen August. Wir heißen heute willkommen zum Künstlergespräch Gustav von Hirschheid, Maler und Verleger und Galerist natürlich, nicht zu vergessen. Gustav, wir kennen uns schon ziemlich lange. Ja, Kannst du sagen, wie lange? über 35 Jahre. Über 35 Jahre. Ja. Das heißt also, wir sind auch nicht mehr so ganz taufrisch, aber wir sind noch, auch noch nicht. Wir sind auch noch nicht von gestern, denn wir versuchen immer was Neues zu machen. Du versuchst vor allen Dingen immer was Neues zu machen. Deine Ausstellung heißt ja hier jetzt Love Colors. Das sind zwei Begriffe, die möchte ich gerne ein bisschen näher eingrenzen. Welche Rolle spielt denn für dich die Farbe? Naja, die Farben sind zunächst einmal die Sinneswahrnehmung, die wir über unser Auge haben und im Gehirn durch Licht Einwirkungen haben. Und die Farben drücken natürlich Emotionen, Erinnerungen und Gefühle aus. Und es gibt warme und kalte Farben und man kann mit Farben sehr viel beeinflussen. Also, wenn der Betrachter davor steht, ich habe das vorhin bei einer gesehen, einer Betrachterin, die sich gleich auf das farbigste Bild gestürzt hat. Und das ist ja auch wunderschön, muss ich ihr recht geben. Ich glaube, sie weiß, wen ich meine. Und das drückt Wärme und Gefühle und, aus. Und das ist das, was ich auch zeigen möchte. Also, wenn ich es richtig verstehe, es geht vor allen Dingen darum, mit Farben auch Emotionen auszulösen Genau. und so sozusagen auch das Unterbewusste anzusprechen. Genau, und auch Dinge wiederzugeben, die man mit Farben in Erinnerung gebracht hat. Ne? Also meinetwegen, wenn man in Urlaub war und hat ein Urlaubserlebnis gehabt am Strand und das blaue Meer, dann ist die Farbe blau erweckt in einem dann sofort dieses wunderbare Gefühl von Urlaub und von Freude, Licht und Sonne. Und so soll das auch, oder wenn man jemand Nettes begegnet ist, getroffen hat und ein bestimmtes Kleid oder Farbe anhatte, dann wird man das ewig in Erinnerung behalten, ne? Und das drücken die Bilder aus. Ja, du spielst, glaube ich, darauf an, dass unsere Farbwahrnehmung eben nicht nur eine physikalisch-sensorische ist, sondern dass sich das Gehirn sozusagen einen eigenen Reim auf die Farbe macht. Ja, und Und die Gefühlswelt spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. das Also ist dann die Brücke sozusagen zwischen der Farbe und zwischen unseren Gefühlen und unseren Emotionen. genau. Ich habe gesehen, als ich die Schilder hier angeschaut habe, es steht überall so explizit drauf, dass die Bilder mit Ölfarbe gemalt sind, also in Öl gemalt sind. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also ich habe ursprünglich mal angefangen mit Aquarell und mit Acryl und habe aber dann bald den Unterschied gemerkt zu Öl. Öl ist viel leuchtender, kräftiger und haltbarer und dann ist es so, Farbe setzt sich ja aus Öl, Harz und Farbpigmenten zusammen. Und wobei das Öl unter Anwesenheit von Sauerstoff polymerisiert und eine viel längere Haltbarkeit hat und ja, die Leuchtkraft. Der Nachteil an Öl ist, also Vorteil ist, man kann es stehen lassen ein paar Tage und weitermalen. Der Nachteil ist, man kann nicht sofort drüber malen. Also bei Acrylfarben, das trocknet sehr schnell, man kann da sofort drüber gehen und mischen. Und bei Öl muss man sich vorher wirklich überlegen, ein Konzept, was möchte ich darstellen? Ich fange zwar auch an zu malen, aber trotzdem muss ich mir schon überlegen, wie es nachher aussehen soll. Und das hat Vor- und Nachteile. Aber Ölfarbe ist auch so die Königsdisziplin unter den Farben. Also ich liebe Öl. Auch wenn es stinkt und ich zu Hause immer zu hören bekomme, alles stinkt nach Ölfarbe. Ja, die Ölfarbe ist ja schon im 15. Jahrhundert entwickelt worden und das ist so Ja. ein bisschen obskur. Man weiß nicht genau, wer es erfunden hat. Also man sagte mal Rogier van der Weyden, aber das ist inzwischen schon widerlegt. Was ich als kleine Anekdote eigentlich hier noch einfügen möchte, weil das heute auch keiner mehr so klar ist. Die Königsdisziplin war es ja auch vor allen Dingen deswegen, weil man so viel Aufwand betreiben musste, weil man die Ölfarbe selber herstellen musste. Ja, Also in mit der den Regel Pigmenten und mit hatte man eine den. Werkstatt, heute hat man es Naja. einfacher, du nimmst wahrscheinlich Farben aus der Tube. Zum Teil. Also, ich arbeite auch mit Pigmenten, aber ich nehme auch aus der Tube und ich weiß, worauf du raus willst. Also, 1841 hat ein Amerikaner diese Tubenfarben erfunden und man konnte früher praktisch nicht draußen malen, man musste immer im Raum malen.
weil man ja nicht vor Ort draußen bei Wind und Wetter sich die Pigmente da anrühren kann. Ne? Das kann man gar nicht alles mitnehmen. Das ist schon ein großer Fortschritt, diese Tube. Genau. Also wenn man sich das so klar macht, heißt es, der Impressionismus oder Van Gogh, der ja sehr viel Plein-Air-Malerei gemacht hat, wäre gar nicht denkbar genau. ohne diese Erfindung. Also manchmal hat Technik ja auch was Gutes und auch gute Auswirkungen sozusagen auf die Kunst. Der andere Begriff, auf den wollte ich noch mal eingehen, der auch schon anklingt in dem Titel von dieser Ausstellung, das ist nämlich der Titel Liebe. Nun ist es ja so, dass Liebe heutzutage ein bisschen eindimensional fast gesehen wird, weil wir damit vor allen Dingen die erotische Komponente verbinden. Ja, ist das bei deinen Bildern auch so? Nein, das will ich jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Natürlich gehört das Erotische auch dazu, bei bestimmten Körpern oder so. Aber Liebe ist ja nicht nur Erotik, das ist vor allen Dingen Zuwendung und die Verlässlichkeit auf jemand. Auch die, zum Beispiel so wie Saint-Exupéry in Der kleine Prinz, die Zeit, die man mit dem Menschen aufwendet oder verbracht hat, das ist auch Liebe und das soll auch in den Bildern rauskommen. Also es ist mehr als Erotik, ja, also oder Sex oder so. Also und dann gehört natürlich auch zur Liebe nicht nur Zärtlichkeit und Zuwendung. Es gibt auch die Gegenbegriffe wie, dass man mal Verstimmung hat, Streitigkeiten oder Hass und solche Dinge. Auch das gehört zur Liebe. Daran denkt man oft nicht, ne? Aber auch die Gegenseite oder selbst Grausamkeit kann ein Stück Liebe manchmal darstellen. Also es gibt sehr viele Varianten in der Liebe. Ne? Und das habe ich jetzt hier nicht in meinen Bildern drin, aber man denkt immer nur an Erotik, aber das ist zu einfach gesehen. Also es ist ja fast schon ein philosophischer Ansatz. Ja, genau. Die Griechen haben sich ja auch schon darüber Gedanken gemacht und haben schon verschiedene Kategorien der Liebe eingeführt. Ja, die Liebe zu Gott, die erotische Liebe zum Beispiel oder die Freundesliebe. Das ist, finde ich, auch ein sehr interessanter Aspekt in der Kunst, dass die Liebe eben nicht so eindimensional ist, weder jetzt in deinen Bildern, sondern noch in den von anderen berühmten Künstlern. Also die Liebe stand zu allen Zeiten oft im Mittelpunkt. Das genau, da sind wir aber heute ein bisschen geschlagen durch unsere Werbeästhetik, die das ja so ein bisschen versucht wieder zu vereinfachen. Mhm. Bei den Betrachten der Bilder ist mir aufgefallen, dass die Motive extrem vielfältig sind. Also es gibt Porträts, es gibt Stadtszenen, das stimmt. Es gibt eher fantastische Sachen. Ja. Das ist sehr vielfältig. Ich habe mich gefragt, auf welche Anregungen stützt du dich dabei? Kommt das alles aus der Fantasie? Zum Teil ist es Fantasie, also Farben sowieso, aber es ist auch so, dass ich auch durch viele Museen gehe oder zu Vernissagen auch bei anderen Künstlern auch lerne und sehe. Aber im Zeitalter der Handys und der Computer, ohne Werbung machen zu wollen, ist es ja so, dass man gerade in einer Stadt wie Berlin auf sehr, sehr viele Menschen und Gegenstände trifft und schnell mal ein Handy zücken kann und ohne dass es jemand bemerkt und ein Bild machen kann. Und diese Bilder sammle ich und wenn ich dann an der Staffelei stehe, verwende ich das ein oder andere. Also zum Beispiel war ich neulich beim Christopher Street Day hier am Kudamm und habe da ein junges Pärchen sich küssen sehen und ich fand das so niedlich und dann habe ich ein Foto gemacht und musste das zu Hause malen. Also das sind so Eindrücke, da ist die Fotografie auch ein Medium, das muss ich auch dazu sagen. Also wenn ich das richtig verstehe, heißt es, dass das Handy oder die Kamera im Handy so ein bisschen den klassischen Skizzenblock ersetzt. Den Skizzenblock ersetzt und auch die ganzen Modelle, weil man kommt heute, also ich mache zwar auch so Aktzeichnungen, Kurse noch, wo ich teilweise an Aktmodelle rankomme, aber es ist ja, man findet heute kaum noch Modelle oder es will auch keiner mehr irgendwie stundenlang sitzen, ruhig sitzen und warten, bis man fertig ist oder in mehrfachen Sitzungen ein Bild erstellt. Es ist heute eine unruhige Zeit, die Leute wollen heute schnell bedient werden, Bilder sollen alle schnell fertig sein und es soll und genauso verarbeiten und behandeln sie auch zum Teil die Kunst. Ich sehe es auch, wie manche Leute an Bilder rangehen, wenn sie davor stehen. Sie gucken Äußerlichkeiten an, das mag eine Farbe sein oder was, aber sie gucken nicht genau hin, wie sind die Augen von den Menschen oder wie ist die Körperhaltung.
Nicht? Also in der Medizin ist es ja oft so, wenn man einen Menschen sieht, man schaut, wie kommt er in ein Sprechzimmer rein, geht er gebückt, dann denkt man, der hat Schmerzen, er hat einen Rücken. Und genauso ist auch ein Bild, die Augen oder ist das Hemd offen, also ist es im Warm, ist es im Sommer gemalt oder wie sind die Farben, wie ist der Himmel. Es gibt so viele Kleinigkeiten und die Leute sehen vieles gar nicht mehr. Die schauen einfach nur hin und sagen, das gefällt mir, das spricht mir an, aber sie können manchmal gar nicht sagen, warum. Und man muss ein Bild sehr oft anschauen. Und das ist das Spannende in der Kunst, dass man immer wieder was Neues entdeckt und was Neues für sich auch findet. Ja, das stimmt. Da sind wir ein bisschen verdorben durch die Videoästhetik und die schnellen Schnitte, die wir von den Musikvideos her kennen. Da gebe ich dir recht. Ja. Allerdings ist natürlich die Idee, nach einem Foto zu arbeiten oder fotografisch einen Entwurf festzuhalten, ja auch nichts Neues. Schon Maurice Delacroix hat das so gemacht bei seinen Bildern. Das stimmt. Dass er mit Modellen Szenen festgehalten hat, die er dann nachher in Ruhe abmalen konnte. Ja. Weil auch die wollten wahrscheinlich nicht so lange auf einem Bein balancieren. Nun geht dein Schaffen ja aber über die Malerei doch noch hinaus. Du versuchst auch noch sozusagen in einem anderen Bereich zu realisieren. Ich mache auch noch Skulpturen nebenbei aus Ton und aus Pappmaché und aus Zement, die ich dann bemale. Und es ist halt so ein Gegenpol zur Malerei, weil die Malerei betrachtet man mit den Augen, während eine Skulptur mehr haptisch und mehr dreidimensional ist. Und man kann sie eigentlich auch blind ertasten und wie ein Handschmeichler und kann Oberflächenstrukturen ertasten. Und das ist eigentlich auch das Spannende an einer Skulptur, im Gegensatz zu einem Bild, wo die Skulpturen oft in den Hintergrund gedrängt werden. Viele Leute wollen lieber ein Bild anschauen als eine Skulptur, aber das ist eigentlich ungerecht. Auch eine Skulptur hat sehr, sehr viel spannende Seiten. Man kann drumherum laufen und wie gesagt, man kann es nicht nur mit den Augen, sondern mit den Sinnen, Tastsinnen und mit vielen verschiedenen Sinnen anfassen und berühren und das ist sehr, sehr spannend. Das liebe ich auch sehr. Also ich habe da auch vor, mehr noch draus zu machen. Ja, das ist etwas, was ich auch immer wieder selbst beobachtet habe, wenn man in eine Ausstellung geht, mit Bildern und Skulpturen, dass viele Leute an den Skulpturen geradezu achtlos vorbeigehen. Das ist aber ungerecht. Ich kann mir es auch so richtig nicht erklären, denn ein Bild bleibt ja nun, egal wie es gemalt ist, doch immer nur eine Ebene. Und eine Figur ist, da kann man drum rumgehen, sie hat was Dreidimensionales, genau. Was ja auch unserem Erfahrungshorizont entspricht. Entspricht, ne? Genau. Aber offensichtlich hat deine gewisse... Es nimmt aber mehr Platz weg, ne? Wenn man eine Skulptur aufstellt, ist ein Drittel oder ein Viertel eines Raumes, je nachdem, wo man sie hinstellt, weg. Denn die braucht Platz. Ne? Ein Bild kann man, so wie ich jetzt hier auch, ein bisschen enger hängen auch. Ne? Petersburger Hängung. Also es bleibt mysteriös. Vielleicht hat es was zu tun mit einer gewissen kulturellen Konditionierung, dass uns die Bilder irgendwie doch schneller ansprechen als eine dreidimensionale Figur. Die Figuren sind ja hier nur zwei ausgestellt, sozusagen. Ja, ich habe heute nur zwei ausgestellt. Das ist jetzt hier, war jetzt auch hier nicht der primäre Fokus. Es ging mir jetzt mehr um die Farben von der Ausstellung, in der Malerei. Mhm. Aber das ist immer noch nicht alles. Du bist ein Tausendsassa und arbeitest auch noch als Galerist und Verleger. Kannst du uns da was noch erzählen? Naja, dazu? Ich habe vor etwa einem Jahr noch eine eigene Galerie eröffnet, weil ich... Es war mir einfach nicht genug. Ich habe zwar ein paar Galerien, so wie auch hier, wo ich netterweise und ich freue mich sehr hier ausstellen darf, aber man will ja doch manchmal, wenn man malt, das ist für einen Künstler einfach auch eine Ehrung oder ein Höhepunkt, wie ein Schauspieler auf der Bühne steht und sich freut über den Applaus, seine Werke, die er erschaffen hat, einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen und auch die Eindrücke auszutauschen. Und da wollte ich gerne auch eine breite Bühne haben, wo ich meine Werke ausstelle. Und anfangs habe ich dann auch angefangen, nur meine Werke auszustellen, bin aber dann doch bald dahinter gekommen, dass es viel, viel erregender, spannender ist, mit diese Wände mit vielen Künstlern zu teilen. Und so mache ich jeden Monat auch in meiner Galerie eine Ausstellung, so ähnlich wie hier, und habe aber mehrere Künstler gleichzeitig,
weil das ist sehr fruchtbar zu sehen, wie jeder Künstler anders denkt, anders fühlt und das drückt sich eben in den Bildern aus. Ja? Die Künstler sind sehr sensibel, nicht nur ich, auch die anderen, denke ich, und das ist ganz wunderbar, das zu sehen, und ich habe so viele wunderbare Kollegen kennengelernt. Eine ganz liebe ist heute hier, wo ich mich ganz, ganz doll freue, dass sie aus Westdeutschland extra angereist ist. Da kommen mir richtig die Tränen. Ich bin ganz gerührt, dass sie da ist. Vielen, vielen Dank, die Melanie. Ja. Also die Künstler brauchen halt auch ihr Publikum, die Auseinandersetzung mit dem Publikum. Auf jeden Fall. Und ja, und das andere ist, dass ich natürlich auch meine Bilder gerne mal ein bisschen abgebildet in Büchern oder Broschüren haben wollte. Und so habe ich ein Buchverlag, das kann man ja heute alles handeln, und habe auch schon zwei Bücher rausgebracht, und wo die Leute meine Werke auch im Buch bestaunen können. Ja, aber in Original sind sie viel schöner, und ich denke mir, zu Hause erfreut man sich darüber mehr als über ein Buch. Aber trotzdem ist es schön für die Nachwelt. Man weiß ja nie, wo die Bilder bleiben und was daraus wird. Und ein Buch ist vielleicht doch... Also wenn man deine Aktivitäten irgendwie so alle vor dem inneren Auge passieren lässt, dann bin ich immer ganz atemlos und auch ganz bescheiden, wenn ich bedenke, wie wenig ich selbst irgendwie hinbekomme. Was du alles machst, das ist ja unglaublich. Hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Naja, ich arbeite ja noch... auch noch was anderes und habe noch einen anderen Beruf. Von der Kunst kann man ja nicht leben. Ja. Und wenn ich abends nach Hause komme und arbeite ich dann in der Kunst meine ganzen Problemfälle, die ich am Tage hatte, und arbeite ich dann in der Kunst auf. Und da freue ich mich dann über meine Farben, auch über den Ölgeruch. Nicht, dass ich danach süchtig bin, aber es gehört einfach dazu, wenn man malt. Dieser Geruch, der ist einfach da. Und ich mache mich auch gern mal dreckig. Ja, das gehört auch dazu. Aus dem, was du jetzt erzählt hast, geht ja im Grunde zwingend die nächste Frage hervor. Was ist dein nächstes Projekt? Naja, also zunächst mal habe ich jetzt am 24. eine Ausstellung mit einem Künstler, der übrigens auch hier ist, ein Stefan Merck, der steht hier. Ich freue mich, dass er auch da ist. Er ist, ich nenne ihn mal den Briefmarkenkünstler, er ist also auch schon sehr bekannt, und ich kenne keinen anderen, der das macht. Und er hat die Eigenart, seine ganzen Bilder nur aus Briefmarken zu gestalten. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich kann Sie nur alle auch gerne einladen am 24. August in meiner Galerie in der Suarezstraße 11 vorbeizukommen und die wunderbaren Kunstwerke zu sehen. Und dann im September habe ich eine Ausstellung, wo ich einen Raum bewerkstelligen werde, und der andere Raum wird ein italienischer Bildhauer, weil ich auch sehr gerne Plastiken mag, ein Francesco Petrollo ausstellen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber das geht ja so weiter. Ne? Und im Oktober dann wird wieder eine Gruppenausstellung, wo auch Melanie Jans-Zimperfeld, die heute da ist, auch mit ausstellen wird, und Claudia Trappe und viele andere. Da freue ich mich auch sehr. Also es ist immer was zu tun. Also das ist ein sehr arbeitsreicher Alltag. Und ich muss sagen, dafür siehst du sehr sommerlich gebräunt aus. Ja, das täuscht. Das machen ja nur die bunten Klamotten. Das ist sehr beeindruckend. So laufe ich sonst nicht rum. Ich möchte dir ganz herzlich danken für das informative Gespräch, was wir hatten. Und dass du heute hier bist und ausstellst. Und ich bedanke mich nochmal für das Publikum, hoffe, dass es für Sie auch interessant war, und möchte mich verabschieden, und wir sehen uns dann wieder zum Künstlergespräch. Schönen Abend noch. Vielen Dank.